fingen keine Fische, machten keine große Fahrt. Sie kannten keinen Käpt'n und es gab auch keinen Mat. Sie machten reiche Beute mit Gold und Edelstein und stahlen in Pfeffersäcken auch manchen guten Wein. Der größte Teil der Beute wurde als Volk zurückgezahlt. Das freute sich im Gegensatz zum Hamburger Senat. Störtebeker, komm zurück, denn die Pfeffersäcke spielen verrückt. Sie jagten die Piraten im Lande weit und breit und setzten 1000 Taler auf ihre Köpfe aus. Nach vielen Jahren stellten sie das Schiff mit Mann und Maus. Auch wenn sie alle köpften, Klaus Störtebeker lebt. Ein Hauch von dem Gedanken, der auf der Elbe weht. Vielleicht setzt er die Segel und kommt, das wäre verrückt. Und bringt den armen Leuten ihr Eigentum zurück. Take care.